Herzlich willkommen hier, DFB-Pokal wird besprochen auf Otspedia. Schön, dass du eingeschaltet hast, denn es geht ja wirklich Schlag auf Schlag, also nicht nur in der Bundesliga, um den Nichtabstieg, um die internationalen Plätze. Auch in der zweiten Liga können noch mindestens 5 Teams realistischerweise aufsteigen und auch in der dritten Liga ist es relativ spannend, auch wenn der leider 1860 draußen ist. Heute geht es aber um den DFB-Pokal und da bin ich diesmal alleine. Unser Kollege Radek hat heute mit dem Kindergeburtstag seiner Tochter zu tun, das gönnen wir ihm noch, deshalb gucken wir aber jetzt trotzdem auf den HSV und auf den SC Freiburg, die das erste Halbfinale morgen um 20.45 Uhr bestreiten. Das andere Halbfinale dann am Mittwoch, RB Leipzig gegen Union Berlin, aber zuerst schauen wir uns auch nochmal den Turnierbaum an, da hat ja der HSV erst jeweils gegen Braunschweig und dann gegen Nürnberg knapp gewonnen in den ersten beiden Runden, Freiburg hat es auch mit unterklassigen Teams zu tun gehabt, mit den Würzburger Kickers und dem VfL Osnabrück und die Kollegen aus Leipzig, die hatten ein relativ leichtes Spiel, bisher immer gegen mindestens zweite, dritte oder gar Regionalliga gespielt und naja, Union Berlin hat, finde ich aus meiner Sicht, den schwersten Turnierbaum dieser Mannschaften gehabt. Also, wir sehen hier seit dem Achtelfinale, gucken wir noch einmal an, Freiburg gegen Hoffenheim gewonnen, in Hoffenheim, dann in Bochum, jeweils gegen Erstligisten, während der HSV genauso in die Verlängerung musste wie Freiburg im Viertelfinale. Da gab es dann ein 5-4 nach Elfmeterschießen gegen den KSC und davor haben sie gegen den FC Köln auch mit Elfmeterschießen gewonnen. Das ist doch relativ interessant. Und naja, Union, die haben gegen die Hertha 3-2 im Achtelfinale gewonnen, dann gegen St. Pauli 2-1 und Leipzig hatte relativ leichtes Spiel bei Hannover 96 mit 4-0 gewonnen und davor auch gegen ein Zweitligateam mit 2-0 gewonnen, den FC Hansa Rostock. Und die Quotenverteilung hier, zweite Liga gegen erste Liga, relativ klar, die liegt bei 2,1 bei Freiburg und insofern für mich ganz interessant, der HSV tut sich in den letzten Wochen wirklich schwer und diese ja, Pokalsituation ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die gesamte Saison noch als positiv abzuschließen. Jetzt haben sie am Wochenende gewonnen mit 3-0 gegen den KSC, aber davor gab es eine Niederlage gegen Kiel und auch gegen Paderborn im Heimspiel vor Aue, die ja Tabellenletzter sind in der zweiten Liga, gab es dann eine weitere Niederlage. Also relativ enttäuschend, während Freiburg wirklich on the roll ist sozusagen, Sieg oder Siege gegen Bochum, gegen Frankfurt in Frankfurt, Niederlage gegen Bayern kann man mal tun. Der Punktverlust bei Greuther Fürth tut natürlich weh, aber sonst insgesamt sind sie ja wirklich auch in der Tabelle sehr stark. Wir schauen nochmal hier die Quoten, wie gesagt eine 2-1, das Asian Handicap liegt bei der fairen Linie bei minus 0,25 auf Freiburg. Das heißt, wenn jetzt Freiburg unentschieden spielen würde nach 90 Minuten, verliert man die Hälfte seines Einsatzes oder würde die Hälfte seines Einsatzes gewinnen, wenn man sagt, naja, Hamburg macht das Ganze schon oder zumindest wird innerhalb von 90 Minuten nicht verlieren. Beide Treffen haben wir ein 1,7. Ja, finde ich absolut realistisch. Also ich werde auch mal gleich meinen Ergebnistipp hier durchgehen. Der liegt nämlich bei 2-1. Schauen wir einfach auch mal. Genaues Ergebnis, was es da für eine Quote gibt. Das Spaßes wegen ist ja relativ spannend. Also würde eine 9er-Quote für den SC Freiburg gehen. Bei wer kommt weiter, das wollen wir uns auch mal anschauen, wer qualifiziert sich, würde Freiburg, wenn sie, egal ob nach 90 Minuten, egal ob nach Elfmeterschießen, nach Verlängerung, wann auch immer, bekommt Freiburg eine 1,58. Und ich glaube auch wirklich, dass der SC Freiburg fokussiert genug ist, um das Ganze hier nach Hause zu bringen, 2-1 nach 90 Minuten. Denn ja, der HSV, so leid es mir tut, die haben eigentlich keine positive Saison und auch nicht wirklich dann viel zu feiern. Ich glaube auch nicht, dass es hier rausholen werden. Union hat sich jetzt wieder gefangen in den letzten Spielen. Ich meine, es heißt ja so schön, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Aber nichtsdestotrotz sollte man die aktuelle Form mit einbeziehen. Und da haben die Eisernen 2-0 gegen Frankfurt, 4-1 bei der Hertha und ein 1-0 gegen Köln erzielt. Aber auch Leipzig saustark, nicht nur der Sieg in Leverkusen, sondern davor auch das Weiterkommen mit dem Auswärtssieg bei Atalanta Bergamo. Für mich sehr überraschend und auch
Hoffenheim mit 3:0 abgefertigt. Und wir wissen ja, sie sind heimstärker. Was bedeutet das? Die Quote ist aber sehr, sehr niedrig, finde ich, auf Leipzig. Auch wenn sie Favorit sind, müssen wir auch mal nicht außer Acht lassen, dass wir mit Union Berlin eine Top-Mannschaft auch wieder in dieser Saison hier haben. Und da wäre mir ein reiner Sieg zu gefährlich. Das Over-Under über 2,5 Tore, 2,75, eine 2 finde ich im DFB-Pokal gar nicht gut. Eine minus 1,25, was ja so viel heißt wie, naja, sie müssten eigentlich schon mit 2 Toren gewinnen. Die Leipziger finde ich auch nicht spannend. Beide Teams treffen. Das ist schon interessant und finde ich insgesamt sofern spannend, weil du kriegst hier eine Verdopplungsquote, wenn beide Teams treffen. Aber die Buchmacher sehen dann doch irgendwo so die faire Linie, dass mindestens 3 oder 4 Tore fallen. Also das würde eher bedeuten, dass hier in dem Fall ja, so ein 3-0 nicht ganz unrealistisch ist, auch nach Ansicht der Buchmacher. Wir gucken aber auch hier auf qualifiziert sich und wir sehen hier eine 1,2 bei Leipzig. Ja, gibt natürlich nicht wirklich viel her, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu großen Respekt, um hier zu sagen, vor Union Berlin, dass die Quote 1,5 auf die Leipziger gut ist. Kann mir aber aufgrund der Heimstärke von RB und auch der letzten positiven Ergebnisse nicht vorstellen, dass hier Leipzig zumindest nach 90 Minuten nicht oder nach 90 Minuten verliert. Also das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir werden ein knappes Spiel sehen, aber letztendlich wird sich der starke Kader von RB durchsetzen. Sie haben einfach eine wahnsinnig gute Offensive. Sie haben jetzt einige K.O.-Spiele auch schon gehabt und mit Atalanta einen wirklich starken Gegner auch auswärts sogar besiegt und daheim immerhin unentschieden gespielt, sollte man auch nicht außer Acht lassen. Deshalb sage ich hier, RB Leipzig kommt weiter nach der Verlängerung. Dementsprechend ein X wäre eine gute Möglichkeit. Oder wenn man wirklich davon ausgeht, dass beide Favoriten weiterkommen, dann warum nicht einfach auch qualifizieren sich beide und man hat eine 1,9er-Quote oder so. Gibt doch auch Schlimmeres. Von daher, lasst mich doch bitte eure Tipps wissen. Wer glaubt ihr, wird sich im Finale gegenüberstehen? Und dann sehen wir uns wieder am Wochenende zu den letzten 4 Spieltagen. Der 31. wird eingeleitet und auch schauen wir uns noch unter der Woche die NBA Playoffs an. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Hoffe, ihr hattet schöne Ostertage und bis demnächst. Oddspedia, the Sports Betting Community.